Assalamu alaikum. Diesmal möchte ich einen 3D-Drucker testen. Er ist von der Marke Anycobic Photon. Den Shop-Link kannst du unten in der Beschreibung finden. Der Drucker benutzt UV-Licht SLA-LCD-Technologie mit Druckauflösung von 47 Mikron. Das Material ist UV-Resin. Der maximale Druckbereich ist 115 mm in der Breite, 65 mm Tiefe und 155 mm in der Höhe. Hier kann man die Spezifikation detaillierter ansehen. Der Lieferumfang beinhaltet auch die Software zum Schnitten oder Schleißer. Mit Auflösung von 47 Mikron kann man richtig detaillierte Modelle drucken. Das macht aus diesem kleinen 3D-Drucker eine gute Figur oder ein gutes Modell. Und da drin ist der Resinbehälter und oben ist der Halter der ausgedruckten. Hier sieht man das 2,8 Zoll Display sogar mit Touchscreen. In der Seite ist der Powerknopf und USB-Anschluss. Um eine Datei zu drucken, benutzt man den USB-Stick statt direkt vom Computer. Die Scheibe ist eine UV-Schutzscheibe, so dass UV-Licht nicht durchstrahlen kann, weil das Resinmaterial UV-empfindlich ist. Hinten ist der Ventilator und Stromanschluss. Ich möchte gerne testen, Schachfiguren zu drucken. Ich teile sie in zwei Dateien. Erste Datei beinhaltet die Bauern und den König. Ich muss erstmal die einzelne Datei zusammenstellen mit der Schleißer-Software. Und danach die Supportstrukturen einstellen. Zum Schluss schneiden mit Schleißknopf drucken. Hier steht, die Druckzeit dauert ungefähr 2 Stunden 21 Minuten und Resinverbrauch ist ca. 19.017 ml. Nach dem Schneiden kann man die Vorschau testen. Hier kann man durch die Simulation den Fehler sehen oder finden, bevor man richtig ausdruckt. Ich mache dieselbe für die zweite Datei. Die zweite Datei beinhaltet nochmal einen König, eine Dame, zwei Türme, zwei Springer und zwei Läufer. Support aufbauen. Und schneiden. Hier steht, die Druckzeit dauert ungefähr 4 Stunden 2 Minuten und Resinverbrauch ist ca. 27.736 ml. Um die Vorschau zu sehen, kann man auch hier direkt machen.
glaube, alles ist schon gut. Jetzt muss ich noch die zwei Dateien auf den USB-Stick kopieren und den USB-Stick an den 3D-Drucker anschließen. Los geht's! Mit Touchscreen-Display kann man den Drucker einfach bedienen. Hier ist das Ergebnis. Noch nicht perfekt, weil ich die Stützstruktur nicht richtig eingestellt habe. Da kann man noch die Stützspur sehen, aber nicht so schlimm. Ich kann das Detail sehen. Nicht schlecht. Für den ersten Test ist es beeindruckend. Mit richtiger Einstellung und Material wird es besser. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht zu abonnieren. Wassalam.